Hey Leute und herzlich willkommen, ich bin's wie Elias und ich habe ein weiteres Video für euch. Und zwar möchte ich euch in diesem Video nochmal ganz genau zeigen, was wir jetzt alles mit dem Update dazu bekommen haben und was sich natürlich auch alles geändert hat in GTA 5 Online, denn wir haben auch einige geheime Dinge dazu bekommen oder Änderungen, über die Rockstar sich so öffentlich gesprochen hat, aber die ja trotzdem bekannt sind inzwischen. Und deswegen möchte ich das Ganze unbedingt zeigen, denn es gibt auch eine Sache, die wirklich sehr abfuckt und einige Spieler von euch wird es sicher sehr, sehr stören. Ich möchte euch jetzt gar nicht lange vorlabern, sondern kommen wir jetzt eben direkt zum ersten Punkt. Natürlich haben wir die drei neuen Fahrzeuge dazu bekommen, sie sind neu, sind die ja nicht. Wir haben jetzt eben nur die Möglichkeit, diese Fahrzeuge zu tunen. Einmal den Virtual Classic, dann natürlich noch den Slam Van und zu guter Letzt noch der Faction. Ich habe von allen drei Fahrzeugen bereits Videos hochgeladen. Falls ihr die noch nicht gesehen habt, dann könnt ihr die auf jeden Fall anschauen. Dort zeige ich euch eben, wie man die Fahrzeuge tunen kann und so weiter. Wir haben wie bei jedem anderen Update auch neue Kleidungsstücke dazu bekommen. Insgesamt über 120 Stück für Männer und Frauen natürlich. Und natürlich auch neue Outfits, die wir direkt an der Kasse ändern können. Dann 16 neue Tattoos insgesamt für Männer und Frauen natürlich. Und dann für Mann und Frau jeweils drei neue Frisuren, die wir eben auch beim Friseur ändern können, und die sehen meiner Meinung nach auf jeden Fall ziemlich abgefuckt aus. Natürlich haben wir auch zwei neue Waffen dazu bekommen, diese wurden ja schon von Leaks vor mehreren Monaten bestätigt, aber ich denke jeder von euch weiß das Ganze inzwischen. Einmal eben die doppelte Schrotflinte und dann noch ein neues Sturmgewehr, so eine Art AK. Zu den Waffen werde ich jetzt auf jeden Fall nichts sagen, meiner Meinung nach haben wir inzwischen genug Waffen in GTA 5 Online und brauchen auf jeden Fall nicht mehr. Und was ich überraschenderweise wirklich sehr feiere, ist der neue Gegner-Modi, und zwar ist dieser Sumo, und ich spiele wirklich so gut wie nie Gegner-Modi, aber den habe ich jetzt ausnahmsweise mal ausprobiert, da es wirklich ziemlich coolen Namen hat, und ich persönlich bin wirklich sehr überrascht, denn dieser Gegner-Modi macht wirklich extrem Spaß. Ich habe das Ganze mit Randoms gespielt und hatte schon sehr viel Spaß. Wenn man das Ganze mit Freunden spielt, macht er bestimmt noch viel mehr Spaß. In diesem Gegner-Modi sitzt man im Auto und muss entweder alleine oder im Team das andere Team oder eben die anderen Spieler von einem hohen Gebäude runter crashen, zum Beispiel auf der Maze Bank oder andere hohe Positionen oder einer Insel und so weiter. Also probiert das Ganze auf jeden Fall mal aus, es macht wirklich sehr viel Spaß. Und dann haben wir natürlich noch drei neue Aktionen dazu bekommen. Das sind eben die Aktionen, die auch schon vor mehreren Monaten geleakt worden sind. Einmal das Verrücktsein, dann noch die Kusshand und dann noch das Beast-Zeichen. Das waren jetzt eben die Sachen, die schon sehr bekannt sind und wahrscheinlich haben die auch schon alle von euch gewusst, aber ich wollte es jetzt trotzdem nochmal kurz erwähnen. Aber kommen wir nun zu den Sachen, die jetzt eben nicht so ganz bekannt sind, sondern eben eher geheim. Und zwar haben wir jetzt erstens mal eine neue Funktion namens Ghost to a Player. Mit dieser Funktion können wir uns vor einem bestimmten Spieler verstecken. Das funktioniert so, wenn wir innerhalb von 5 Minuten dreimal von derselben Person getötet werden, ohne dieser Person Schaden hinzuzufügen, dann bekommen wir auf dem Wasted Screen, also sobald er uns getötet hat, eine Funktion, die erlaubt es uns, uns unsichtbar von diesem Spieler zu machen, und dadurch kann er uns dann eben für ein paar Minuten lang nicht töten. Ich selber finde das auf jeden Fall ziemlich nützlich, genauer gesagt hält das Ganze 2 Minuten an. Es ist praktisch wie Passivmodus, nur dass man eben komplett unsichtbar ist, aber eben nur für eine Person, und die anderen Personen kann man dann eben trotzdem töten und ist auf jeden Fall ziemlich cool. Es gibt auch eine Änderung bei Ammunition, das Layout wurde da ein bisschen geändert, und zwar die ganzen Handfeuerwaffen und Handwaffen, die wir eben per DLC dazu bekommen haben, die sind nicht mehr an dieser DLC-Wand, wo die ganzen DLC-Waffen sind, sondern eben bei diesen anderen Pistolen, bei den anderen Faustwaffen praktisch, wenn man das Ganze nennen kann. Das heißt also, dass wir jetzt wieder mehr Platz an dieser Wand haben, wo die ganzen DLC-Waffen hinkommen, und das wiederum bedeutet, dass wir in Zukunft noch weitere DLC-Waffen bekommen, was ich absolut nicht brauche. Es gab natürlich jetzt auch viele weitere kleine Änderungen, wie zum Beispiel, dass man die Schuhe ausziehen kann, dann läuft man so barfuß rum, wenn man eben in seiner Garderobe im Apartment ist. Früher war das eben nur in einem Shop möglich, jetzt ist es auch in der Garderobe möglich. Dann gibt es noch ein paar neue Features für die Yacht, dass man die zum Beispiel ein bisschen besser hin und her bewegen kann und so weiter, aber das sind alles so Sachen, die jetzt unnötig werden aufzuzählen. Falls euch das Ganze dennoch interessieren sollte und falls ihr eben wissen wollt, welche Glitches und so weiter gepatcht worden sind, denn da gibt es wirklich einige, meine Freunde, dann könnt ihr die Patch Notes zu diesem Update eben unten in der Videobeschreibung finden. Das Ganze wurde auf der Support-Seite von Rockstar Games gepostet. Und heilige Scheiße, Rockstar Games hat es endlich mal hinbekommen, die Ladezeiten ein bisschen zu kürzen. Wenn man also jetzt online beijoinen will oder die Sitzung wechseln will, dann bekommt man nicht mehr so eine lange Ladezeit, wie es eben damals der Fall war, und das ist auf jeden Fall eine große Leistung. Kommen wir nun zu der Sache, die ich persönlich und auch viele andere GTA 5 Spieler wirklich sehr unnötig finden und scheiße, und zwar ist es so, dass Rockstar Games jetzt folgende Änderungen in den Content Creator Modus reingepackt hat. Das ist eben der Modus, wo man die eigenen Maps erstellen kann und so weiter, denn dort gibt es jetzt ein Limit. Es war ja eigentlich so, dass man immer unendlich viele Gegenstände oder halt Sachen hinstellen konnte, wenn man solche Maps erstellt hat, aber jetzt hat man dort eben ein Limit und das packt auf jeden Fall ziemlich ab. Die ganze Content Creator Community, also die Leute, die Maps erstellen, haben auch schon die ersten Seiten erstellt, wo man eben so Stimmen sammelt, um das Ganze wieder rückgängig zu machen.
machen, dass man da eben kein Limit hat, und ich hoffe es auf jeden Fall auch sehr, damit wir weiterhin so hammergeile Rennen eben bekommen, wie wir sie bisher haben. Das waren jetzt eben alle wichtigen Änderungen, die wir mit diesem Update hinzugefügt bekommen haben. Übrigens bekomme ich immer noch sehr oft die Frage, ob es irgendwann noch Updates für die Old-Gen geben wird. Nein, das ist nicht der Fall. Die Old-Gen, also PS3 und die Xbox 360, die werden nie wieder Updates für GTA 5 Online bekommen. Das liegt einfach daran, da die Konsolen das Ganze nicht schaffen würden. Sie werden einfach komplett überlastet. Dann war es mit dem Video auf jeden Fall. Fettes Dankeschön fürs Zuschauen. Ich habe heute insgesamt 4 Videos hochgeladen. Das ist auf jeden Fall ein geiles Gefühl, mal wieder so aktiv zu sein auf YouTube. Morgen werden natürlich weitere Videos folgen und außerdem kommt morgen etwas sehr Besonderes auf meinen Kanal. Darauf könnt ihr euch schon mal freuen. Und dann wünsche ich euch noch einen hammergeilen Abend. Viel Spaß beim Zocken. Ciao. Haut rein.